Herzlich willkommen zu Exit 8, einem Liminal Space Backroom FMV, das mir gerade eben aus dem Chat empfohlen wurde. Danke an den Chat. Der Chat ist noch völlig begeistert von Stuhl, dem Klassiker aus der Mon-Warteschleife. Okay, so, ich bin voll gespannt, Leute. Ich dreh mal jetzt voll auf hier. Ah, okay, ich kann gucken. Oh, ich kann sogar laufen. Ich dachte gerade, es ist so ein bisschen... Es ist gar kein FMV, merke ich gerade. Ich dachte, aufgrund der Bilder und sowas, dachte ich, das wäre ein Film. Aber das waren einfach nur gut gemachte Texturen. Ach, Edes. Edes sind auch da, okay. Das ist sehr öde. Naja, mal abwarten. Vielleicht soll ja gerade das auch der Kick sein. Liminal Space Backdoor... Nee, Backroom, Mystery, Handy-Spionage-Thriller. Das würde mich tierisch nerven, wenn einer so nah an mir rumlaufen würde. Ja, schön, dass ihr da seid, liebe Edson. Ihr seid ganz schön ätzend. Ich muss sagen, ich genieße immer sehr Werbung in, also solche U-Bahn-Werbung in anderen Ländern, finde ich immer irgendwie sehr spannend. Das weiß ich auch nicht, irgendwie so ein kleiner Blick in die Kultur des Landes, einfach nur durch ein paar Bilder. Und in London weißt du dann zumindest auch, was für geilen Shit es gibt. Okay. Das ist doch genau derselbe Gang. Mir schwant, ich muss den Pfeilen. Keep left. Folgen. Ha! Ha! Den kenne ich doch. Okay. Kann ich da vielleicht in der Zeit dadurch zurück? Ich glaube, so ist es. Wenn ich links rum wie ein Uhrwerk. Ha! Okay, schau mal, ist das der Anfang? Gehen denn vielleicht die Türen auf? Das ist auf jeden Fall das, was ich unter so einem Backroom-Spiel verstehen würde, dass da irgendeine Tür aufgeht und man dann plötzlich woanders ist. Hat der keine Socken an? Mein Freund, bist du wahnsinnig? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hast du keine Socken an? Hallo, bleib doch mal stehen, ich will deine Socken angucken. Kann man irgendwie runtergehen? Nee, kannst du nicht, ne? Das ist ein stoischer Arbeiter. So haben wir ihn gern, der... Deutsche stoische Arbeiter lässt sich in seinem Lauf, auf seinem Weg zum Büro durch nichts aufhalten. Sie können ihn stoppen, doch nur bis der Stopper wieder weg ist. Der deutsche Arbeiter läuft zum Büro, einen Kaffee in der Hand. Ab ins Hamsterrad ist seine Devise. Am Wochenende wird dann hemmungslos durchgetrunken bis in die Dämmerung. Im munteren Verprügeln mit seinen Freunden lernt er feste Bindungen einzugehen. So, jetzt hier. Jetzt reicht's aber. Verdammte Scheiße nochmal. Was condemned ist erlaubt? Das ist sehr interessant. Jetzt gehe ich mal eine quasi Kachel wieder rechts. Ich muss eigentlich wirklich was ganz anderes erwartet. Ich habe aber auch jetzt nur so schnell mal drauf geguckt, als uns das empfohlen wurde. Ich glaube auch noch daran, dass das was sein kann. Nur so richtig verstehe ich noch nicht, was das Spiel von mir will. Ich habe auch keine wirklichen Buttons, um irgendwas zu manipulieren. Vielleicht muss ich noch mal genauer auf die Dinge achten oder auf den Typ, der da rumläuft. Der ist ja nicht ohne Grund da. So, was hier nochmal? Nanbu Park... Mitsuse Junior High School, Yonago Temple, Narihira Building, Hapongi Crossing. Ah, okay, ich verstehe, glaube ich, was ihr sagt. Du musst zu Exit 8. Okay, das
klärt sich. Also muss ich möglichst weiter die Leiter der Zahlen nach oben. Okay. Das hat nichts gebracht. Ist ein Rätselgame. Achte auf Veränderungen. Okay. Ah, oh, oh, da geht's zur 8. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach funktionieren wird. Hm, okay, hier ist jetzt was anders. Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back immediately. Okay, if you don't find anomalies, do not turn back. Try to go out from exit 8. Ja, verstanden. Verstanden. Aber da kommen jetzt, finde ich, die ganzen Plakate ins Spiel, die ich vorhin erwähnt habe. Ich glaube, soweit alles noch okay. Drei Türen auch okay. Hier wüsste ich jetzt nicht, ob das schon da war. Ist er derselbe? Hat er Socken an? Nee, Der stoische deutsche Büroangestellte. Sieht irgendwie gleich aus, oder? Aber diesmal... Irgendwann ist er doch mal stehen geblieben und hat auf sein Handy gestarrt. Nee, das ist noch dasselbe. Ich meine, hier ist gemein, weil ich nicht weiß, was da drauf steht. Also ich kann das echt schwer unterscheiden, wenn da jetzt ein anderes Wort drauf steht. Okay, so, wir schauen mal weiter. Wir sind bei 1. Okay. So, hier irgendwas anders? Nö. Was bedeutet das hier? Was könnte das sein? Ich will mir das merken, aber alles, was ich denke, ist irgendwie Gärtnern. Aber ist ja eigentlich ein Laden, ne? Okay, glückliche, lächelnde Verkäufer sind offen für gemeinschaftliche Make-up Partys. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Art ist. Lächelnde Verkäufer sind offen für gemeinschaftliche Make-up-Partys. Okay. Zwei. I know your tricks. Dann gehe ich zurück. Ah, die drei. Das kriege ich hin. Exit 8. Okay, also ihr müsst mir auch ein bisschen helfen. Also die Türen stimmen. Meine Brücke, meine Gedankenbrücke hat funktioniert, glaube ich. Ich weiß halt nicht, was da drauf steht, aber... Er hat ein Handy, er hat die Aktentasche, er hat keine Socken, er ist mein Mann. Die Sicherheitskamera hier, die Überwachungskamera, die könnte natürlich irgendwann auch nochmal relevant werden. Dann ist hier noch dieses No-Smoking-Gedönse und die anderen Geschichten. Ich meine, viel mehr ist hier ja nicht, ne? Also, man fragt sich halt, okay, was genau kommt als nächstes? Und irgendwie kommt nicht so viel. Bislang. Das. Okay, das gleich. Er hat auch dieselben Sachen an. Diese Lampe leuchtet auch immer. Okay, ich meine, ich gehe es vielleicht zu analytisch ran. Vielleicht muss man auch einfach nur... Ah, okay, das ist eindeutig anders. Da wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte ja zu Exit 5. Aha. Ausgetrickst. Hat dieses Spiel Geld gekostet? Ja. Wie leider zu den meisten Spielen, die ich hier durchreiße, muss ich sagen, das hat echtes Geld gekostet. Bares Geld.
Menschen, ich, sind dafür in die Maschine gestiegen. 9 to 12. Nein, ich mache auch außerhalb der Streaming-Zeiten ganz viel. Ihr wisst das ja gar nicht. Es ist sehr viel. Oh Mann, ich hoffe, das fängt nicht wieder bei 0 an, wenn ich mich einmal verdödel. Nee, wir sind schon bei 7. Okay, 8. Fast da. Also, ist total unspektakulär bisher. Soll das so sein? Jemand meint gerade, bei Gronkh war ständig irgendwas. Das wäre ja lustig, wenn das so ein bisschen random auch wäre und dadurch natürlich jeder was anderes hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay, wir sind bei der 8. So, jetzt ist aber nochmal die große Frage. Der Typ, er kommt auf mich zu, er ist weiterhin energisch davon überzeugt, jetzt gleich arbeiten zu gehen. Die Aktentasche ist prall gefüllt mit der Arbeit des Tages. In der Hand im Handy wartet noch mehr Arbeit auf ihn. Er hat denselben stoischen Gesichtsausdruck wie die 125 andere Male, die ich ihn hier gesehen habe. 3 Türen, soweit alles in Ordnung. Hier auch immer noch, ne? Lächelnde Verkäufer sind offen für gemeinschaftliche Make-up-Partys. Ich weiß einfach nicht, was dieses Spiel von mir will. Was? Du kannst mich mal. Nee. Ich hab doch nichts gerade übersehen. Das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen neu anfangen. Ich war mir so sicher. Oh, jetzt habe ich schon wieder was übersehen. Okay, jetzt war ich auch ein bisschen einfach nur so am schnell durchrennen. Da. Das sieht so weit aus. Also ich weiß nicht genau, ob die Details sich so krass verändern, weil beim einen Mal standen 2 Leute. Das ist ja relativ offensichtlich, aber dann war eine Tür auf. Aber ändert sich jetzt auch hier diese, weiß ich nicht, die Augenfarbe? Oder wird hier plötzlich halt eine Katze draus? Also wie groß sind die Unterschiede? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ein Bild war anders. Verdammt, da habe ich mir doch extra diese schöne Brücke gebaut. Jetzt achten wir mal wirklich ganz genau. Smile, Verkäufer, Open, gemeinschaftliche Make-up-Partys. Eine Tür, noch eine Tür. Ein Typ in der Hand, die Werkzeuge des arbeitenden Alltagsmenschen. Wird man irgendwann unsere Zeiten ausgraben? In der Million Jahren. Dann werden die Leute ausschließlich Handys finden und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Was? Ich glaub's nicht. Ich will's nicht fassen. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? How do they do it? Eine Anomalie kann auch ein Sound sein. Okay, dann mach ich mal lauter. Ich höre hier fast nichts. Das ist aber gemein mit dem Sound. Da war ein Klick. Probieren wir mal das Klicken. Wir werden die sehen. Oh, der Typ war jetzt groß. Ja, stimmt das. Okay, ist ganz geil. Ich will doch nur zu Exit 8. Dachte gerade, der läuft hinter mir her. Ja. Mann, ich war fast fertig. Und dann einmal verkackt. Aber das kann man gut speedrunnen, würde ich sagen. Okay, ich meine, sowas wie die Decke, da habe ich bisher noch gar nicht drauf geachtet. Aber ich nehme an, die wird auch noch relevant. Und die Sachen, die so draufstehen. Was? Bist du gerade? Nee. Selbst wenn man weiß, wie es weitergeht oder worum es... Ah, nö, ey. Selbst wenn man weiß, wie es gedacht ist, verkackt man es irgendwie dann trotzdem immer wieder. Okay. Also, ich meine, jetzt mal ernsthaft. Ich gucke die ganze Zeit da oben auch hier die... hier sind insgesamt 3 oder sogar 4. Nee, nur 3. Und was steht hier?
Exit 8. 3 Überwachungskameras. Ah, man kann sogar zurücklaufen, um sich den Fehler anzuschauen. Das ist aber gut zu wissen. Das werde ich gleich mal machen beim nächsten Mal. Das wird passieren. So, Exit 8. Bilder sind okay. Ah, okay, hier ist was anders. Gut. Das war einfach. Das war der... Klimaanlage war irgendwie siffig. Bin immer froh, wenn ich was erkenne, weil das einfach heißt, okay, einmal safe. Es ist schöner zurückzugehen, weil du schon sicher bist, als unklar weiter nach vorne zu stolzieren. Könnten das mehrere von diesen Dingern sein? Zwei? Das sieht irgendwie aus, als wäre es... Oder? Was meint ihr? Als wäre da eigentlich nur eins. Ich glaube, da war nur einer. Ansonsten merken wir es uns. Bitte, 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 bitte. Ich weiß, dass das irgendwie... Nein, da waren zwei. Aber dann weiß ich ja jetzt eigentlich... Das war ja vielleicht ein bisschen... Nee, okay, es hat leider... Ich dachte, da wäre nur ein Luftschacht. Okay, jetzt wissen wir zwei Luftschächte. Oh, ey, also entweder bin ich da jetzt gerade wirklich der Dümmste. Ich dachte nämlich auch... Ja, ihr sagt auch, ne? Einer von euch sagt immerhin auch. War da nicht nur einer? Nö, war tatsächlich zwei scheinbar. Irgendwas ist weiß, Schild ist weiß. Okay, man muss mal mehr nochmal gucken. Okay, das Schild oben in der Mitte. Boah, das ist ein richtig, wie so ein Wimmelbildspiel, nur auf eine andere Art. Aber auch nicht unbedingt schlecht, aber es macht einen auch ein bisschen nervös. So, ich laufe jetzt extra langsam durch, damit ich vielleicht Tipps von euch noch rechtzeitig wahrnehmen kann. Zwei Luftschächte, drei Kameras, die Bilder sind auch richtig. Er hat dieselben Sachen. Hier ist nichts, da ist nichts. Ja, eindeutig. Das ist ein Audio-Clue, den ich auch verstehe. So, wir haben auch oben die Dachplatten. Wie viel davon? Also drei Kameras, zwei Dachplatten, zwei Lüftungsschächte, sechs Bilder. Die sehen auch alle okay aus. Und er... Also bei ihm ist wirklich bisher noch nie was aufgefallen. Ah! Da fehlt die Tür. Da fehlte die dritte Tür. Sagt auch der Chat gerade, ne? Hä? Aber das war doch... Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Müsste nicht eigentlich der Nächste kommen? Okay, dann drehe ich mich jetzt wieder um. Oh. Vier! Okay, das ist gut. Wir kommen voran, glaube ich. Also, es sind drei Kameras, zwei von diesen Schächten oben an der Decke, zwei an der Seite, dritte Kamera ist hier, der Typ kommt auf mich zu, hat dieselben Sachen wie immer dabei, hier sind sechs Bilder mit den üblichen Fotos. Ich traue mich wirklich überhaupt nicht mehr, aber hier könnte man wahrscheinlich jetzt durchlaufen. Ah, das Schild oben. Doch. Ist immer hier gelb und da weiß, oder? So ist das immer. Hm, okay. Türgriff ist in der Mitte. Aha! Okay, das ist halt sehr offensichtlich, aber ich hätte es nicht sofort gecheckt. Ihr seid mir ein Fuchs. Der Chat ist dem Mon ein Fuchs. Das ist jetzt auch falsch, also gehe ich dann lieber wieder zurück. Oh, komm, hätte ich an dem Typen vorbeilaufen sollen, oder was? Scheiße. Also, fürs nächste Mal merken wir uns an dem Typen vorbeilaufen.
Keine Sorge, Leute, da kommen wir schnell hin. Nur viermal um die Ecke. Viermal nur. Ah. Nee. Das ist der zweite. Zweite gelb, drei von denen da. Drei auch. Drei Türen. Ah, irgendwo die Türknäufe. Nee, auch alles okay. Immer wenn dieses Klicken kommt, habe ich das Gefühl, dass das eingeloggt wäre, sozusagen der nächste Weg. Aber es kann auch sein, dass es immer diese Lüftungs... Obwohl ich da schon eigentlich gerne rein würde. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, um echt zu sein. Oh, man darf da nicht rein. Ja, aber du kannst doch nicht eine Tür aufmachen und denken, dass ich da nicht reingehe. Ich bin ein neugieriger Spieler. Mann. Okay, nicht in dunkle Türen reingehen, in U-Bahn-Tunneln. Nein, irgendwas habe ich schon wieder falsch gemacht. Okay, wir fangen nochmal neu an. Poster, Plakat Nummer 2. Ah, oder? Nee, Moment. Ist das immer blau? Ja. Das ist blau. Eben war es scheinbar anders. Ist mir nicht aufgefallen. Es ist echt krass. Ich schaue ja wirklich schon natürlich die ganzen Pfade ab. Aber auch der Typ ist sowas von ablenkend, obwohl der noch nie relevant war. Der ist nur da, um mich zu verwirren, habe ich das Gefühl. Okay, wir merken uns weiterhin mal die Farben, ne, alle Sachen. Hier ist es gelb, zwei Schächte, drei Türen. Ai, ai, ai. Ah, Türknöpfe. Auch gut. Auch auf den Boden geschaut. Moment, Schild weiß, von dieser Seite ist normal, von dieser Seite ist es gelb. Das ist, glaube ich, normal. Schon wieder irgendwas. Ich war beim ersten Mal bis 7. Und jetzt ist es, komme ich nicht mehr über 4. Vielleicht ist auch die Anzahl der Lichter oben. Gleich mal schauen, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt traue ich diesen ganzen Poster nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Er hier sieht auch normal aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie viel sind es hier? 1, 2, 3, 4. Ach, shit, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 und 7. Dieses X da auf dem Boden, das normalerweise nicht. Schächte, drei Türen, sechs Bilder. Foto stimmt, Foto stimmt. Katze auch. Nee, Moment. Ist so ein Hund, ne? Ja.
Er sieht normal aus. Auch hintenrum. Drei Kameras, gelbes Schild, Lüftungsschächte. Dinger in der, nicht in der Mitte. Bodenplatten in Ordnung. Ey, jetzt muss ich doch... Habe ich jetzt alles aufgezählt? Ja, oder? Augen bewegen sich auf dem Überwachungskamerabild? Was? Ach du Scheiße. Auf sowas muss man auch noch achten. Ihr spinnt ja. Was für ein hinterhältiges Spiel. Ach, der schon wieder. Ja, okay. 4. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, hier eine gute Position. Einmal schauen. 1, 2, 3, 4, 5 Lichter. 2 von denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt ungefähr. 3 von den Überwachungsdingern. Hier die Bilder passen auch. Aber das mit dem, also was ich vorhin meinte, dass vielleicht die Augenfarben sich ändern, ist schon ganz schön nah dran an den wackelnden Cartoon-Augen. Weil das echt, wie willst du das rauskriegen? Außer du schaust da wirklich ganz genau hin. Was ja das Spiel will, ich verstehe schon. Aber das passiert ja auch nicht direkt. Ab jetzt werde ich immer total unsicher. Dieses Bild anstachen für einen Moment. Nein! Tür? Was, wo Tür? Was denn? Tür, Tür und was mit der Tür auch? Wo ist denn da das Problem jetzt an der Tür? Da war ein Gesicht an der Decke. Oh, fick die Henne nachts im Stall. Da fehlt dir der Knauf. Alle sagen Decke. Also manche sagen, nee, nee, nee. Manche von euch sagen, also viele sagen Decke. Ne? Habe ich auch nicht gesehen. Manche sagen Tür. Okay. Ich kann doch nichts da Tür. Wir machen das jetzt easy. Speedrun. So. Gar nicht mehr lange rumdenken jetzt. Hier. Alles cool, alles cool. Du hast auch den Blicktest überstanden. Wir gehen weiter. 1. 3 von den Dingern, 2 von denen. Ne, 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 ne. Ganz viel Kram hier. Irgendwas. Leuchtet irgendeiner von ihnen? Können ihre Augen blinzeln? Die Tür ist in Ordnung. Die Decke ist irgendwo... Ah, da kann ein Gesicht an der Decke sein? Das ist so... Man, wenn man es nicht sieht, sieht man es nicht. Also, wenn man es nicht einmal schon gesehen hat und darauf... programmiert wurde, dann sieht man es einfach nicht. Wackelt ihr? Nee. Ist es. Oi, oi, oi. Na, okay, das ist natürlich jetzt einfach, ne? Da war eindeutig irgendwas am Boden. Wirklich, ich sehe überall nur noch irgendwelche Fake-Gesichter, weil ich mir echt nicht mehr sicher bin. Da ist das eine, ja, war schon immer blau mit einer grünen Verkäuferin. Ich will nicht noch wieder jetzt zurückgeworfen werden. Das frustriert natürlich sehr. Man denkt irgendwann, man kennt alle Veränderungen, aber stellt sich raus, nein, wie im echten Leben auch. Das Leben viele Überraschungen zu bieten. Bitte, lass es jetzt richtig gewesen sein. Ja. So, die Hälfte haben wir. Gucken wir mal von hier aus. Zack, die Bilder passen soweit. Ja. Oben kein seltsames Grinsegesicht. War hier schon immer eine Platte? Da oben? War die schon immer da? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. War die schon immer hier? Habe ich die immer übersehen? Jetzt bin ich sehr unsicher. Die war immer da, okay. Sagt ihr. Danke. Danke. Ich würde jetzt hier laufen.
Also ich meine, ich würde mir nochmal das Bild mit den Augen angucken. Ich würde hier nochmal die Türen kontrollieren. Vielleicht nochmal zurückschauen. Aber ich wüsste nicht, warum ich hier jetzt nicht... Zwei von denen auch. Warum kann ich hier nicht weiter? Warum sollte das nicht gehen? Ihr seid euch mittlerweile auch unsicher, ne? Wir wissen es alle nicht mehr. 5. Die süße 5. Ist wirklich eine große Freude. Jetzt wünsche ich mir ein paar von den lächerlichen Veränderungen am Anfang wieder zurück. So, die Klappe war immer da. Die Kamera, die zweite. Da sind 3. 3 Klappen, 3 Kameras, 2 Lüftungsschächte. Er sieht gleich aus. Die Bilder sehen soweit, glaube ich, gleich aus. Da ist nichts, da ist nichts. Ist irgendwo ein Gesicht. Hier so? Sowas hier? Das ist doch nur Schmutz, oder? Ihr sagt jetzt auch Decke. Na gut, okay. Das ist jetzt aber auch nur ein bisschen Dreck. Oh, endlich. Endlich mal wieder in meinem Alter. Mhm. Ich traue niemandem mehr. Gibt es Raumophobie? Angst vor Räumen? Und, falls ja, was machen die? Ich würde jetzt weiterlaufen, aber ich schaue nochmal. Da, 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 überall. An der Decke ist auch nichts mehr. Die Schächte sind in Ordnung. Die Kameras sind gezählt. Genauso wie die Tage des Spiels. Was ich ebenfalls refunden werde, knallhart, wenn ich durch bin. Nein, also sind ja ein paar Euro auch schon wert. Was, die Bilder werden größer? Echt, sind die jetzt größer? Okay, das ist interessant. Aber ja, jetzt wo er es sagt, sehe ich das auch, ja. Aber das wäre mir erstmal jetzt gar nicht aufgefallen. Aber doch, die Bilder sind größer geworden, ne? Nicht schlecht. Danke, Leute. Ohne euch wäre ich jetzt definitiv falsch gelaufen. Er ist okay. Die Sachen hier, die Augen sind ruhig. Ja. Irgendjemand hat gesagt, er könnte manchmal auch grinsen. Das, seitdem habe ich auch so eine gewisse Paranoia, was ihn angeht. Vielleicht läuft er ja wirklich auch die ganze Zeit falsch und merkt es noch nicht. Der Endlose, er ist gedanklich schon so leer durch sein tägliches Hasseln im Hamsterrad, dass er, der könnte hier ewig rumlaufen. Im Grunde ist er froh, dass er nicht zur Arbeit kommt. Ja, aber krass, hier sieht man es nochmal. Die Poster eben waren wirklich größer. Sind hier 2? Ach, ich traue mich nicht. Das hier ist dasselbe, oder? Tja. Kann ich es wagen? Gelb, weiß. Ich renne. Ich würde sagen, hier geht's weiter. Deswegen auch 8, ne? Wegen unendlich. Ha! Ich kenne meine Tropes. Da ist auf jeden Fall was anders. Das sehe ich schon von hier. Ah, es hört einfach nie auf, ne? Bei 8. Sieht soweit eigentlich alles okay aus.
War das schon immer hier? Ihr sagt, es war schon immer hier. Okay, ich vertraue euch. Ja! Die Treppe! Wundervoll. Endlich. Oh, ist das schön. Es fühlt sich wirklich so an, als hätte man was geschafft. Ja, das kann man schon machen. Das war jetzt nicht schlecht, ist halt kurzweilig, hat eine nette Idee, führt diese Idee auch ganz gut aus, so. Fand ich jetzt lustig, kann man sehr schön, finde ich, mit Streamer, also als Streamer mit Leuten spielen, weil das irgendwie mehr Bock macht, wenn man dann auch so merkt, wenn die Leute nervös werden, dass da irgendwas vielleicht ist. Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ganz sicher spiegelt das vor allen Dingen auch mein Erlebnis mit der Deutschen Bahn wieder. Man kommt einfach nie pünktlich an. Was hier noch? Geht's noch weiter, oder was? Report of this 018 of anomalies that have not been found. Aber warum bin ich jetzt wieder hier? Also es geht um diese Anomalien, die ich noch nicht gefunden habe, ne? Aber das werden wir jetzt nicht weiter durchexerzieren. Aber wir können ja mal einen Speedrun versuchen. Ich laufe einfach nur, ich darf nur rennen. Mal gucken, wie weit ich komme. Einmal nur rennen. Okay, null. Das wird zu toppen sein. 6 Bilder, alles okay, soweit hier. Nee, auch okay, alles klar, ich kann durchrennen. So, ich renne durch. Null. Okay, verdammt, jetzt aber, jetzt beim Durchrennen, wir erkennen jeden Fehler, Achtung, 6 von den Dingern, da, alles hier, auch nichts da, alles okay, okay, ich kann durch. Ich habe einfach Glück. Was, null? Okay, letztes Mal, Speedrun. Okay, wir laufen, links, alles okay, rechts ist nicht, ich sehe, ganz sicher kann ich hier durch. Ha, okay, ich geb's auf. Es passiert einfach nicht, ne, warum ist das so, be quiet? Könnt ihr mir das erklären? Ich weiß, ihr macht super Lüfter und alles, aber könnt ihr mir erklären, warum ich so schlecht in Videospielen bin, obwohl ich das so lange mache? Ihr macht doch schon lange Lüfter und seid sehr gut darin. Warum bin ich so, wie ich bin, in dem, was ich mache? So lange. Bist du auch nicht, ne? Du willst einfach nur, dass die Leute auf deine Seite gehen. Ja, dann mach das doch. Mach das doch, Leute. Ja. Alter, dieses Spiel. Ich mach gleich... Ne, wir haben schon eins. Oh, nee, dann mache ich gar nichts mehr. wir machen als nächstes dann noch, wie heißt es? Close to the Sun spielen wir noch zu Ende. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eventuell heute ein bisschen zu spät wird. Weil das waren jetzt auch schon eigentlich zwei nette Sachen, aber nichts davon war wirklich so der Burner. Und gestern haben wir ja schon Close to the Sun oder vorgestern angefangen. Vielleicht sollte ich das mal machen. Okay, ich habe eine Idee. Scheiß auf alles. Wir machen jetzt gleich doch noch eine Runde Close to the Sun. Aber vorher gebe ich euch kurz ein Bier aus und dann sehen wir uns wieder hier. Bis gleich. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Geht aber.